Wo? Wo? Wo bin ich? Was ist das? Hallo, ist jemand da? Hallo. Was ist das hier? Da vorne sehe ich welche. Die wissen, was das hier ist? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie mir sagen, wo ich hier bin? Sie sind in Nordwehen, im Wendsland. Oh. Bin ich wo? Mein Schiff ist zugrund gegangen auf der weiten See. Oh je. Können Sie mir einen Unterschlupf bieten? Ja klar, hier dieses Dorf ist noch frei. Sehr schön. Ich folge Ihnen. Ja, klar. Ein wunderschönes Dorf. Ich bedanke mich bei Ihnen. Nichts zu danken. Möchten Sie dieses Dorf hier ausbauen? Ich möchte mich erstmal ein wenig umschauen. Guten Tag, die Dame. Na, wer bist du? Herbert Kronmeier, bist du? Aha, bist du ja der Schmied? Sehr gut. Kannst du mir Werkzeuge craften? Ja, das hört sich doch gut an. Da mach dich mal ins Werk. Na, guten Tag, Hermann. Was ist denn das? Ein wirklich schöner Ort. Ja, meine lieben Freunde. Genug der Schauspielerei. Dieses Örtchen entsteht zum größten Teil im Modus der Offscreenheit. Wieder ein neues Adjektiv, was ich erfunden habe. Und kann ich auch wieder F1 anschalten. Also es ist die Anni und der Enrico. Hallihallo. Erregungswelt, früher bekannt als Serlo 800, 8000, 800? 800. 800. Oder Simmer Sims TV oder irgend sowas. Ja, irgend Und so, die genau. Anni hieß schon immer so. Genau. Der Enrico, den kennt man ja aus den Chroniken von Hohenstein, wo gerade eine Sommerpause ist. Da geht es ja auch Nächste Woche weiter. nächste Woche weiter. Sehr gut. Und die Annie ist eine Bürgermeisterschaftskandidatin. Genauso wie der Jo, Serlo. genau. Das ist Enricos Server. Ja. Der Server von Enrico. Und ich habe hier, genauso wie die Annie, einen Platz bekommen, wo wir hier unser Dörfchen niederbauen können. Die Annie, die baut im Moor, beziehungsweise im Örtchen Mooreck, Mooseck. M-O-O, Mooseck, nee, Mooseck, Doch, genau, Mooseck. Mooseck, genau, mit S, Mooseck. Und wie der Enrico schon gesagt hat, ich habe den Ort Nordwehen. Sagt doch mal, Enrico, wie es dazu gekommen ist. Wie es dazu gekommen ist. Wie du den Ort dazu benannt hast, so, dass das so heißt. Ja, genau. Also das kam so. Und zwar war ich halt mal wieder eines Tages dabei, weitere Orte aufzudecken von der Karte. Und ja, dann bin ich hier hinten an der Küste gestrandet. Können wir am Ende laufen? Und ja, genau, und habe dann hier dieses Dorf gefunden. Und weil es hier so schön an der Nordküste lag und hier ein ganz schön strenger Wind weht, habe ich das Ganze Nordwehen getauft. Ein schöner Gedanke und mir gefällt der Name auch sehr. Wo ist die Annie hin? Wir haben die Annie verloren. Anni ist weg. Hier bin ich.
Ach, Wo dein. seid ihr? Ja, wir waren gerade bei der Küste. Beim großen Baum. Ah. Wir können da mal nächtigen. Ich glaube, hier Jo. unten liegt ein Bett und oben sind auch zwei Betten. Wir haben Betten mit. Wir haben Betten mit. Genau. Ich schlaf oben. Alles klar. So. Wir hatten natürlich auch in der Nacht geschlafen, wie auch überall in diesen Projekten. Diesen Dach muss ich auch noch den Feinschliff machen. Das Haus ist an sich fertig von Grundaufstellung. Hier fehlt noch ein bisschen gebrannter Lehm. Den habe ich hier als Ton in Und meinem die Tür. Inventar. Und die Türen, Ja. genau. Genau. Hier habe ich ein paar Melonen und Kürbisse. Die Kakaobohnen, die habe ich mal bei einer Aktion gefunden, wo wir einen Dschungel gesucht haben, denn Rico und ich. Ja. Und die Kürbisse, die Schon sehr lange her. schon sehr lange her, genau. Da war der selber noch auf der 1.8 und ich bin auf der 1.9. Juhu. Yay! Was ist nicht aufgefallen? Also, Hey. erstmal F3 drücken, so steht jetzt 1.9. Hier ist eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh, eine Pilzkuh. Wie die Pilzkuh hingekommen ist, frag mich nicht. Die lief hier irgendwo rum. Ja. Ah, da hinten ist ja ein Biom, wo Pilze sind. Und da wird wahrscheinlich eine Pilzkuh entlang gelaufen sein. Das ist gut möglich. Die sieht ja merkwürdig aus. Ja, das Ja. ist mit Sieht so aus wie die Schildhütte. lustigen Knopfaugen irgendwie. Ja. Lass dich anschauen. Guckt sie an. Die schauen Ist sie mir in nicht die hübsch? Augen deines. Genau, schau mir die Augen kleines. Genau. Hätte doch wegschubsen, ne, hier. Wie es auch früher war. Eine sehr schöne Funktion. Ja. Ich tue ja ein bisschen Erde aufschlagen. Muss ich noch ein bisschen was ausfüllen. Demnächst bringe ich dir wieder Erde mit. Das ist sehr gut. Genau. Ich habe nämlich bei der lieben Annie eine kleine Trichtertruhe hingestellt. Das ist eine kleine, das sind drei Doppeltruhen. Trichtertruhe, neu jetzt in Minecraft. Na, eine Truhe, die mit Trichtern verbunden ist. Also drei Doppeltruhen miteinander verbunden sind und kann man oben was einwerfen. Wie zum Beispiel Erde. Das war jetzt genau ein Stack. Ja, praktisch. So, dann kann man jetzt hier zum Beispiel den Weg machen. Das sind auch schon die neuen Texturen von Xeon. Der Download-Link dafür in der Videobeschreibung. Ist ein Dropbox-Link, also braucht keine Angst haben. Ist sehr seriös. So. Hier unten ist irgendwie ein Wappen, was ich mir wahrscheinlich Ja. zukommen lasse. Oder ist es dein Wappen? Das, nein, nein, das ist Das ist Annies mein Wappen, was sie Wappen. Das ist dein Mein Wappen. Wappen, genau, hat sie sich jetzt festgelegt Gekraftet, auf ein Wappen. Ah, cool. Und da ist noch Post aus Hohenstein. Aber ich denke, Hat sich erledigt. Hat sich Das erledigt? muss zumindest verschoben werden, sagen wir es mal so. Also Ja, nicht das ist schon öffnen. noch wichtig, aber Nicht öffnen. es wird sich wohl verschieben. Also nicht Genau. öffnen. Okay. Ist privat. Okay. Nicht öffnen. Alles klar. Öffnen mach's nicht. Okay, wir lesen das erstmal. So. Briefgeheimnis. Briefgeheimnis, genau. Briefgeheimnis. Paragraph 6. Und 50,7. Genau. So. Hier habe ich noch ein bisschen nichts mehr drin. Achso, das habe ich schon die Kuh getan. Hat nämlich eine kleine Höhlenaktion. Ich glaube hier Ja, drinnen. wir haben ja auch gerade Creeper gefangen noch. Ein Creeper gefangen, Ja, in meinen ja. Damm hier wahrscheinlich, oder? Mini-Creeper. Hier hinten. Mini-Creeper? Gibt es jetzt Baby-Creeper? Ich glaube, die Annie meint einen kleinen Baby-Zombie. Oder so. Genau. Hier Da war hinten. hier drunter einer. Genau. Den habe ich getötet. Hier müsste irgendwo noch was drin sein. Irgendwo. Da glaube ich. Nein, da. Nein, da. Nein. Nein, überall nichts mehr drin. Schade. Ich esse ein paar Möhrchen. Ja. Wir haben hier ein Haus. Eine Lianform. Ein paar große Blumen. Schafe. Ganz viele Schweine hier rum. Oxidieren. Die laufen überall rum. Kürbisse, Melonen, Kakaobohnen. Reimt sich sogar. Cool. Wir haben hier Weizen, Brote, Lau,
Ganz viele Setzlinge, Essen, Stuff, coole Sachen Und so weiter. und so weiter. Hier kommt dann irgendwann mal Fahnen dran. Also wenn die liebe Anni, ranzu, da ihr rotes Kreuz mit gelbem Baum wird das Wappen, sage ich schon, wird die Flagge wahrscheinlich auch weiß-rot-gelb sein oder irgendwie sowas. Ja. Ja, werden wir uns dann was Schönes einfallen lassen, wie wir die Fahne hier gestalten. Wolle ist ja genug Genau. da. Rot und Gelb ist jetzt auch nicht das Problem. Da ist mein Wappen schon Genau, etwas Orange ist auch noch komplizierter. da. Genau. Ich weiß gar nicht, wie dein Wappen ausschaut. Du hattest ja ein komplett rotes mit einem orangenen Rot, treibenden genau. Baum, ne? Genau. Genau. Orange. Orange-rot, genau. Also wird auch die Flagge dann in den Farben so erstrahlen. Genau, meins ist dann in den teuersten Farben, die du dir vorstellen kannst, hat nämlich grün, dunkelgrün und dunkelblau. Aha, also grün-blau, ähnlich wie Schlangenstein. Nee, das ist eher so ein helles Blau. Also nicht das dunkelblau, sondern dieses Cyan, dieses Türkis. Ach, das Türkis, okay. Und das ist eben das Teure dran, weil das braucht auch nochmal dunkelblau und grün, das Türkis. Alles da. Hammermäßig. So. Anni hat eine Schweineliebe, aber es. Nö. Eine Schweineliebe. Oh, du hast getötet. Ah, ich esse es vor deinen Augen. Oh Gott. Aber Oh. hier, ich teile es. 1:2. Ein Drittel kriegst du. Dankeschön. Hast dein Andenken, kannst dir einrahmen. Ne? Glücksschwein. Irgendwie so. Don't eat it. Genau. Das waren jetzt knappe 13 Minuten. Ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Müsst die KW 21 sein, wenn mich alles nicht täuscht. Ja, ciao, ciao. Tschüss.